Das ist die Podcast-Folge Nummer 300. Yay, und wir können es selber überhaupt nicht glauben. Wenn dich das interessiert, wie wir das bis zur Podcast-Folge 300 geschafft haben und was du vielleicht auch brauchst, um loszustarten, ein Herzensprojekt endlich auf den Weg zu bringen, dann bleib jetzt dran. Hier ist Christina und Walter Hommelsheim und wir machen unseren Podcast, ich weiß gar nicht seit wie lange, aber wir hatten immer eine Intention dahinter. Und zwar dir zu Hause etwas mitzugeben, dich zu motivieren, dich zu unterstützen, auch deine Fragen zu beantworten, Themen aufzugreifen, die uns alle ab und an mal beschäftigen. Und ja, heute sind wir hier und feiern mehr oder weniger unsere 300. Folge. Ja, 300 Podcasts, also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Material da drin stecken. Und wenn wir mal in jede einzelne Folge reinschauen, ähneln sie sich natürlich auf irgendeine Art, weil es natürlich dahinter steht eine Wahrheit, die sehr einfach ist, nämlich, dass wir nach uns schauen, dass wir bei uns anfangen, nach innen gucken und dass wir von innen nach außen kreieren. Das hat natürlich ganz, ganz viele Gesichter, viele Themen und viele Fragen haben wir in diesen 300 Folgen beantwortet. Ja, und jetzt stehen wir hier und wollen mit dir einfach nur nochmal Revue passieren, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Das ist also eine etwas außergewöhnlichere Folge, da gibt es nicht eine klare Frage, sondern wir erzählen mal ein bisschen, wo wir angefangen haben. Nämlich, wir haben angefangen in Thailand vor, ich glaube, 4 Jahren mit diesen Podcasts und ich weiß gar nicht mehr, 3 oder 4 Jahren. Und dort haben wir uns vors Mikro gesetzt und wollten ja die erste Podcast-Folge aufnehmen und das war gar nicht so einfach. Ja, und es ist immer noch so, dass du in die ersten Folgen reinhören kannst und ich merke für mich immer noch, dass ich natürlich am Anfang noch nicht so geübt war. Und ich hatte damals noch das Thema, dass ich dachte, ich müsse ganz viel Inhalt möglichst in kurzer Zeit weitergeben. Das heißt, ich wollte dich zu Hause mit ganz vielen Ideen inspirieren. Ich wollte dabei auch möglichst effektiv sein, sodass du dir die Zeit auch wirklich nehmen kannst, zuzuhören. Und so habe ich immer ziemlich schnell geredet. Und dann habe ich wieder ein anderes Thema bei mir bemerken dürfen, nämlich nach den ersten Folgen, dass Kritiken kamen. Wirklich eine Kritik im Außen, die aber viel mit mir selber zu tun hatte, weil ich mich selbst noch so angezweifelt habe, kamen dann im Außen so Stimmen wie, die redet ja viel zu schnell und das, was da gesagt wurde, ist ja am Thema vorbei. Und es hat mich dann schon wirklich auch verletzt. Das heißt, wenn du mit so einem Baby auf die Welt kommst und das dann teilst mit Menschen, dann wirst du vielleicht auch nochmal an deine eigenen Themen herangeführt. Und es ist jetzt gar nicht so, dass mich jemand hätte verletzen können, wenn es nicht mein eigenes inneres Thema schon längst gewesen wäre. Das heißt, die Menschen im Außen zeigen uns immer nur nochmal das auf, was wir selbst an Zweifeln in uns haben. Und das ist vielleicht auch so heute für dich so ein bisschen das, was wir mitgeben wollen. Wenn du was machen magst, dann mach's einfach. Fang an damit, mach dir gar nicht zu viele Gedanken. Bei uns war es dann auch oft so, bei jeder Folge, je nachdem wie wir selber auch drauf waren, wie stabil oder instabil, haben wir versucht, möglichst wirklich das perfekt machen zu wollen, einen hohen Anspruch an uns gehabt, dass wir wirklich ganz viel mitgeben. Und es führt dann eher manchmal dazu, dass man sich verspannt, dass man eine Folge gar nicht richtig auf den Weg bringen kann, weil man sich selbst blockiert dabei. Und wir merkten im Nachhinein immer mehr und mehr, dass wir mit jeder Folge, die wir auf den Weg gebracht haben, gewachsen sind. Wir selbst für uns haben immer mehr gemerkt, wo sind die eigenen Themen noch, wo können wir uns nochmal was angucken. Und wir haben gemerkt, es macht dir Freude. Und das war auch so der Antrieb für uns weiterzumachen, auch wenn es sicher weit weg von perfekt war und ist. Wir wollten einfach immer nur etwas auf die Welt geben, was vielleicht unterstützt. Ja, und wie haben wir angefangen? Wir haben tatsächlich einfach losgelegt. Wir haben uns ein Handy geschnappt oder damals noch nicht mal ein Handy, sondern einfach nur ein Mikro, weil wir die ersten Folgen nicht mit Video aufgenommen haben, sondern sie tatsächlich nur mit Audio aufgenommen haben und haben uns in Thailand ins Hinterzimmer gesetzt unseres Hauses und es war, ich weiß noch genau, das war so laut, so viele Vögel, so viel Gezwitscher, das hörst du wahrscheinlich auch auf den ersten Folgen, dass wir genau dort gestartet sind und zu zweit ging es sogar noch und dann haben wir auch dann relativ schnell einzelne Folgen dort noch aufgenommen und die waren dann wieder sehr viel herausfordernder, weil wenn man es zu zweit macht, ist es natürlich einfacher, weil wenn der eine nichts mehr weiß, dann fängt der andere an und nimmt das Thema wieder auf, so wie jetzt. Wobei es manchmal auch herausfordernder ist, weil der eine was sagen möchte, der andere ist aber ziemlich lang im Redefluss und es ist gar nicht so einfach, sich so miteinander einzugrooven. Also wenn du vielleicht auch die Idee hast, einen Podcast zu machen, um Menschen zu erreichen, um ihnen was mitzugeben,
dann ist es immer gut, auch wirklich sich zu fragen, was möchte ich denn damit eigentlich erreichen? Was ist mein tiefes Warum dahinter? Und wenn du dir jemanden mit an deine Seite nimmst, um es gemeinsam zu machen, dann ist es schon auch gut, dass ihr miteinander den gleichen Groove habt oder einen findet. Und das war sicherlich in den vielen Jahren, in denen wir schon auch zusammenarbeiten und nicht nur eine Beziehung miteinander führen, manchmal auch herausfordernd, weil natürlich unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, die sich dann in solchen Themen auch besonders der gemeinsamen Arbeit besonders gut zeigen. Also schau da gut, was für dich richtig ist. Wichtig ist nur, so finden wir zumindest, dass du Ergebnisse schaffst und dich möglichst unabhängig vom Feedback von außen machst. Weil in dem Moment, wo wir sehr abhängig sind von Feedback von außen, ist es schon wieder so ein kleiner Hinweis auf so eine versteckte Perfektion in uns selbst und so das Gefühl, es vielleicht nicht gut genug zu machen. Und damit machen wir uns nicht nur relativ angreifbar, sondern wir nehmen auch diesen sprudelnden Quell, der in uns allen wohnt, von Begeisterung, Freude, Leichtigkeit und dem anderen einfach was schenken wollen, den nehmen wir weg, den kappen wir quasi fast schon ab. Und so war das für uns eigentlich immer ganz wichtig, dass wir frei heraus, einfach mit einer Intuition und mit einer Freude daran, jede Woche wieder einen Podcast auf den Weg gebracht haben. Und als wir dann gemerkt haben, dass es uns zu viel ist, nach vielen, vielen Folgen, haben wir einfach von 2 in der Woche auf 1 in der Woche reduziert. Das heißt, auch sich das zu erlauben, den Kurs nochmal zu korrigieren, kann vielleicht etwas sein, was auf deinem Weg, ob es jetzt beruflich ist, dass du was auf die Welt bringen magst, dich verändern möchtest, oder auch privat, kann wirklich ein wichtiger Hinweis sein. Sei du selbst, achte auf dich, fühl rein in deine Bedürfnisse und mach das aus ganzem Herzen, nicht weil du glaubst, du müsstest es tun. Dann wird es meistens nicht so besonders gut. Ja, und auch das Format zu verändern. Also jetzt stellt sich auch nach 300 Folgen die Frage, wollen wir genauso weitermachen? Ist es dann immer noch gut? Wir haben jetzt ja ungefähr vor, ich weiß nicht wie viele Folgen, angefangen, es auch auf Instagram zu posten. Und geht es noch in die richtige Richtung? Und deswegen auch die Frage an dich. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du ehrlich antwortest. Was wünschst du dir in einem Podcast? Ist das Format per Video für dich relevant? Ist es für dich eher besser, es auf Instagram zu sehen oder hörst du es eher auf YouTube? Wir sehen schon die Zahlen, wo es geschaut wird. Doch für, ja, mit diesem Thema, es per Video zu machen, da haben wir einfach auch mit reingebracht, dass es einfach an vielen unterschiedlichen Orten aufgenommen wird. Das heißt, das war zumindest mal etwas, was sich verändert hat, ist, wir haben es nicht immer vor derselben Kulisse aufgenommen oder für den Hörer oder Zuschauer konnte man es tatsächlich interessanter gestalten. Wir waren, weiß ich, überall, also in Thailand auf dem Berg oder in Brandenburg irgendwo an einem Fluss oder. Oder hier auf Fuerteventura, wie im Moment noch. In Fuerteventura. Das heißt also, die ganzen Locations, die waren wirklich sehr, ja, sehr interessant und das hat dem Zuhörer, so wie wir zumindest gedacht haben, auch so ein Gefühl gegeben, mit dabei zu sein, auch mal was anderes zu sehen, wo treiben die sich gerade rum, was machen die. Aber wir wissen es natürlich nicht, deswegen freuen wir uns sehr, wenn du uns ein Feedback gibst. Und wir werden, das ist jetzt einfach gerade eine spontane Idee, wir werden einfach eine kleine Umfrage in die Shownotes hineinkopieren, sodass du einmal vielleicht mit 2-3 Minuten uns helfen könntest, wie sich das Thema Podcast weiterentwickeln könnte für dich. Was wünschst du dir? Welche Ideen hast du vielleicht auch, was wir in Zukunft machen können, sodass die nächsten 300 Folgen wirklich auch frisch und neu sind und auch immer wieder Spaß machen? Ja, und wir haben jetzt zum Beispiel auch ein paar Leute noch mit reingenommen. Wir haben zum Beispiel Ausbildungsteilnehmer mit drin in unserem Podcast. Die haben wir schon bereits aufgenommen. Die werden dann also folgen, wo wir einfach von deren Geschichte nochmal erzählen. Wir haben einen ganz spannenden Podcast gerade geplant, wo es auch um das Thema Sexualität geht mit einer Sexualtherapeutin. Das finde ich zumindest sehr, sehr spannend. Also vielleicht interessiert euch auch sowas ein bisschen mehr. Lasst uns ruhig auch wissen, in welchem Bereich ihr mehr von uns hören möchtet. Vielleicht im Thema Partnerschaft oder im Bereich Ausbildung, Coaching oder was auch immer euch interessiert. Wir greifen es gerne auf und wir freuen uns ja tatsächlich auf die nächsten 300 Folgen mit euch und wollen euch einfach nur ermutigen, euren Herzensweg zu gehen. Es muss wirklich nicht perfekt sein. Es darf so sein, wie es sich aus dir heraus gut anfühlt. Und wir haben auch nie so das Gefühl, wir müssten jetzt hunderttausende Menschen erreichen, sondern wir sehen vor unserer Kamera immer eine Person,
eine Person, die es wirklich erreicht, nämlich dich, die jetzt was mitnehmen kann, die für sich etwas bekommt. Und wenn es nur ein bisschen eine positivere, schönere Energie ist als vielleicht davor noch, das ist so immer die Intention, mit der wir da rangehen. Genau. Und vielleicht ist es eben auch für dich jetzt eine Inspiration, wirklich mit etwas anzufangen, was dann vielleicht sogar lange, lange währt, wie bei uns jetzt dieser Podcast. Vielleicht kannst du einfach mal schauen, okay, was würdest du gerne in die Welt geben? Was möchtest du der Welt zurückgeben? Und das ist auf jeden Fall ein Garant dafür, dass es ein Erfolg wird, weil es kommt weniger darauf an, wie viele Leute sich das anhören oder ist es, ob du damit berühmt wirst, sondern ob du damit einen sinnvollen Beitrag aus deinen Augen geleistet hast. Und Sinn macht glücklich. Und deswegen ist es mehr als sinnvoll, solche Projekte sich zu überlegen. Und dich vielleicht auch zu fragen, okay, wo in deinem Bereich könntest du etwas Neues, Sinnvolles ins Leben bringen? Wenn du zum Beispiel ja, in deinem Beruf schaust, wenn du in deiner Familie schaust, wenn du in deiner Wohnumgebung schaust, vielleicht wohnst du in einem Alterswohnheim oder arbeitest im Kindergarten. Was könntest du in die Welt bringen, was für dich ganz persönlich Sinn macht? Warum? Weil Sinn macht glücklich. Ja, und das fällt mir gerade ein, dass wir gestern Abend so eine Sendung gesehen haben über Frauen, die eine Mädchen- oder Kindergruppe übernommen haben von Kindern, die quasi keine Eltern mehr hatten oder die nicht weiter bei ihren Eltern leben konnten. Und da haben wir uns auch gedacht, wie tief sinnvoll das ist. Und vielleicht hast du auch irgendetwas in dir schlummern, wo du weißt, das wollte ich eigentlich schon immer machen, aber ich habe es mich nicht getraut. Ich kenne zum Beispiel in so einer Gruppe, in der ich bin in Berlin, die hat sich jetzt getraut, Essen anzubieten für Menschen, die wenig Geld haben. Und sie liebt es Kochen und sie liebt es Backen und so macht sie das jetzt jede Woche, dass sie in die Gruppe was postet, was sie jetzt dann am nächsten Tag kochen wird und backen wird und dann lädt sie Leute ein, dieses Essen bei ihr abzuholen. Das heißt, sie hat sich getraut, das zu zeigen, was so in ihr ist und was so ihr Herzenswunsch ist, nämlich Menschen mit Liebe zu bekochen und hat damit ziemlich guten Erfolg, genauso wie diese beiden Frauen, die wir gestern geschaut haben und die für diese Kinder ein solches Vorbild sind, die ihnen eine Heimat geben, die sie unterstützen und so, dass sogar die Kinder sagen, also wenn ich erwachsen bin, dann möchte ich auch so eine Gruppe übernehmen und andere Kinder, die keine Eltern haben, unterstützen und für sie da sein. Also so kann es sein, dass in dir wirklich ein Geschenk schlummert, das jetzt endlich mal entdeckt werden darf und mit dem du anfangen kannst. Und da darfst du ruhig auch Fehler beimachen, so wie wir. Wenn du dir unsere ersten Podcasts anhörst, wir haben es schon angesprochen, das war teilweise zu schnell gesprochen, das war vielleicht auch nicht ganz strukturiert, aber wir haben es gemacht. Wir haben es einfach gemacht und darum geht es. Weniger Perfektion, mehr Mut zum Ausprobieren, mehr Sinnhaftigkeit in dem, was du tust und wenn du es nur hobbymäßig anfängst. Wir haben das damals angefangen, einfach weil es uns wichtig war, unsere Ideen rauszugeben. Und wir hatten gar nicht den Anspruch, das so super perfekt und für alle so zu machen, dass es ihnen gefällt. Das wird man auch niemals erreichen. Und auch da haben wir schon oft in unserem Podcast drauf angesprochen. Es gibt immer diese Ein-Drittel-Regelung. Vielleicht hast du sie schon von uns gehört. Ein Drittel findet es gut, was du machst. Ein Drittel findet es leider scheiße, was du machst, egal was du machst. Und einem Drittel ist es immer egal. Das heißt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Es wird immer einem Drittel gefallen, einem Drittel nicht und einem Drittel ist es egal. Und wenn es so ist, dann ist das Leben auch viel unbeschwerter und freier, weil dann können wir es einfach tun und machen. Und zwar das, wonach uns gerade ist, wo wir unser Herz beispüren, wo wir spüren, dass wir begeistert sind, dass es uns Energie gibt und es sinnhaft ist. Und das ist vielleicht so die Message aus diesem Podcast für dich, dass wir auch manchmal nicht wissen bei den Projekten, die wir anstoßen, was sich jetzt wie so einen Samen wirklich auch in der Erde dann plötzlich zu einer Blume entwickelt. Wir wissen es nicht. Wir haben so viele andere Samen gesät in unserer Zeit als Coach-Ausbilder. Und einige Samen sind sehr, sehr gut floriert und zu Blumen geworden und andere eben nicht. Aber das gehört dazu. Und wenn wir das mit mehr Leichtigkeit machen und uns auch erlauben zu scheitern, in Anführungsstrichen, dann wird das Leben schöner, leichter und viel, viel bunter. Und daraus kann sich dann wiederum etwas entwickeln, was mehr und mehr zu deiner wahren Berufung wird. Weil wir auch immer wieder in unseren Q&As hören, ich weiß noch nicht genau, was meine Berufung ist. Ich möchte Coach werden und dafür lasse ich jetzt meinen Job los und dann mache ich jetzt nur noch Coach. Aber das ist vielleicht manchmal fast schon zu überhetzt und übereilt.
manchmal glaube ich, ist es gut, wenn man so verschiedene Samen sät, natürlich sehr fokussiert auf das, was man wirklich möchte, aber es nicht so macht, dass man maximal unter Druck ist. Wenn jetzt dieser Podcast unser einziger Same gewesen wäre, dann hätten wir uns unter Umständen sehr unter Druck gesetzt. Und so war es einer von vielen und wir haben es mit Spaß und Leichtigkeit gemacht und wir haben so ein bisschen Neugier dabei gehabt, von wegen, ja, mal gucken, was da jetzt draus wird. Mal schauen, was draus passiert. Und so, glaube ich, kann man vielleicht mit mehreren Herzensprojekten langsam durchstarten, während man vielleicht noch einen ja festen Einnahmebereich hat, so ein Good Enough Job, wie wir das immer nennen, der einen weiterbringt, bis man halt immer mehr und mehr das, was sich dann langsam entwickeln kann, mehr und mehr etabliert und in die Welt bringt. Ja, eine unserer Projekte war zum Beispiel eine Community, die wir angestoßen haben. Das war vielleicht auch das teuerste Projekt, was wir angegangen sind. Also eine ganz aufwendige Programmierung mit Beratung und so weiter. Das war damals die Herzraum-Community, die wir aufbauen wollten. Und ja, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und das war letztendlich ein teures Lernfeld. Also es geht gar nicht darum, dass du so High-End-mäßig etwas anfängst, so wie das damals mit der Community, sondern dass du vielleicht eben ein Handy, ein Mikro und ein bisschen Wissen, wie man sowas postet, wobei das du noch nicht mal über die Podcast-Foren raushauen musst, sondern du kannst es natürlich auch bei YouTube oder bei Instagram einfach einstellen. Es ist heutzutage so einfach, Low-Budget-Projekte einfach mal auszuprobieren. Ja, das muss also nicht mit großem Invest passieren. Und das ist vielleicht auch der Mut, das ist auch gar nicht so unter dem Fokus, dass es muss jetzt Erfolg haben oder es muss jetzt sich rentieren. Klar, wir hatten damals wirklich einiges Geld dort hineingesteckt. Also es wäre schon sinnvoll gewesen, wenn es wieder zurückkommt oder wenn da überhaupt Menschen drin sind. Aber es hat einfach nicht sollen sein. Insofern, es gibt immer wieder was, wo man ja vielleicht irgendwo was sieht und dann eine Idee hat. Die Frage ist, woher kommt die Idee? Kommt die aus dem Herzen oder kommt die aus dem Kopf? Und probier es einfach aus und du wirst relativ schnell sehen, wo der Hase hingeht, wo der Flow langläuft. Weil das ist auch etwas, was wir immer wieder schauen. Wo ist der Flow? Wo geht es einfach nach vorne? Das heißt nicht, dass wir es uns einfach machen, aber dass wir sehr wohl aus der Komfortzone heraustreten, was Neues machen, aber dann schauen, okay, wo geht die Energie hin? Und dass wir jetzt zum Beispiel bei Greater sind, das hat sich tatsächlich auch durch den Flow ergeben. Wir sind da plötzlich gelandet. Wir hätten uns beide niemals vorstellen können, dass das funktioniert. Auch so, dass wir so zusammenkommen. Und es hat sein sollen. Also es gibt manchmal wirklich auch so wie so eine Art rote Linie, der man nur eigentlich nachgehen muss und die kann das Herz am besten wahrnehmen. Und es ist nicht frei von Herausforderungen. Das haben wir auch immer wieder erzählt. Viele, die uns kennen, wissen das. Das war für uns erst auch mal ein, ja, sich wieder neu aufstellen und so für sich selber schauen, wie kann das jetzt gehen in einer neuen Art von Zusammenarbeit. Sonst waren wir immer diejenigen, die ihre Mitarbeiter hatten und wir haben unser Herz über Kopf gehabt und wir haben alles sehr schnell umgesetzt. Wir waren zwei Macher, die ihre Ideen auf die Welt bringen. Und jetzt waren wir plötzlich in einer relativ großen Firma, in der es für alles auch einen gescheiten Plan geben darf und eine Struktur. Und dann muss es noch weiter besprochen und weiter diskutiert werden und geht dann an die nächste Stelle. Da hätten wir es wahrscheinlich schon 10-mal schnell gemacht, wie wir es euch auch weitergegeben haben. Lass die Samen auch wirklich in die Welt. Schaff Ergebnisse. Aber tatsächlich ist es manchmal auch gut, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, nochmal Statistiken einzuholen, nochmal Dinge zu überprüfen. Und das war für uns auch erstmal eine neue Art zu arbeiten. Also solche neuen Dinge, die dann in dein Leben kommen, bringen durchaus auch nochmal alte Themen hoch, bringen nochmal Herausforderungen hoch. Man darf sich neu zusammenrütteln, darf neu gucken, wie kann das jetzt miteinander gehen. Und so waren zwei, die vorher immer selbstständig und eigene Chefs waren, plötzlich in so einer Art von Gefüge drin. Und das war auch nicht immer einfach. Und dennoch sind genau diese Herausforderungen auch die, die uns wachsen lassen. Und ich finde es immer schön, wenn ich alle Dinge, die ich so am Tag erlebe, unter dem Aspekt von, ich kann da jetzt bei wachsen, sehe. Jede Herausforderung, die sich mir stellt, kann ich bewältigen. Und zwar auf die alte Art und Weise, was nicht besonders gut ist meistens, oder auf die neue Art und Weise, die ich dadurch auch übe und immer mehr etabliere. Und so sind, auch wenn du jetzt deinen Herzensweg gehst, manchmal auch die ersten Schritte nicht ganz so einfach. Und dann fühlen wir uns verzagt und haben Zweifel und das Gefühl, dass es ja vielleicht doch nicht das Richtige ist. Und dann ist es wichtig, besonders dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Und da fällt mir noch ein Teilnehmer ein, der so eine ganz schöne Vision hat, der Künstler zusammenbringen möchte und möchte für sie eine große Plattform schaffen. Und er sagte so, ich habe teilweise
Angst, das jemandem zu erzählen, weil ich weiß, es gibt da draußen viele Menschen, die reden meine Träume sofort klein. Und dann komme ich natürlich an meine eigenen Zweifel und dann weiß ich gar nicht mehr, ob das alles auch wirklich Sinn macht. Und dann kommen tausend Gründe, warum es keinen Sinn macht und die will er eigentlich gar nicht hören. Und deshalb wollen wir dich ermutigen, dass du dir natürlich auch ein Umfeld suchst, bei dem du weißt, sie unterstützen deine Träume, anstatt dass sie sie klein machen. Und wenn du Feedback einforderst, dann achte sehr darauf, von wem und wem du dich öffnest mit deinen Träumen. Es ist wichtig, sich mit den eigenen Träumen zu öffnen. Aber öffne dich Menschen, die dir zuträglich sind und bei denen du weißt, sie haben große Träume. Weil was uns sonst begegnet, ist natürlich die eigene Limitiertheit der anderen, die sie uns nur wieder zeigen und natürlich vielleicht auch noch ein Teil unserer eigenen Zweifel. Weil es ja auch wieder nur das im Außen ist, was vielleicht noch ein Stück weit auch in uns selbst liegt. Aber dir Feedback zu suchen, unterbewusst, um deine Träume platzen zu lassen, ist nicht angesagt. Sondern schau wirklich, dass du dein Umfeld auch ein Stück weit so aussortierst. Nicht, dass du sie weglassen sollst, die Leute, die deine Träume eher zerplatzen lassen. Aber dass du die mit Menschen teilst, mit einer Community teilst, die deine Träume unterstützen. Und das gibt es, wenn wir innerlich so stabil sind, dass wir uns schon ausgerichtet haben. Denn auch das ist natürlich ein Punkt, der sehr viel mit deiner Energiewolke zu tun hat. Und über die Energiewolke und über eigene Träume und über Erfolgsverhinderer sprechen wir in unseren 300 Folgen ja sehr, sehr viel, sodass du da auch nochmal viel für dich mitnehmen kannst. Ja, und jetzt wollen wir dir auf jeden Fall dich ermutigen, natürlich deinen Weg zu gehen und freuen uns auf dein Feedback, was du dir wünschst von diesem Podcast. Und vielleicht magst du dir ja sogar einmal dein Herzensprojekt hier unter dem Podcast teilen, sei es auf YouTube oder bei Instagram, dass du einfach mal kurz erzählst in zwei Sätzen, wo mein Herzensprojekt ist. Und damit inspirierst du wieder andere. Je mehr Leute ihr Herzensprojekt tatsächlich nach außen geben, dann haben sie plötzlich etwas manifestiert, nämlich schon mal einen Satz. Mein Herzensprojekt ist. Und dann steht es da. Weil wenn es immer nur so im Kopf rumgeistert, dann ist es etwas schwammig, wenn es da steht. Dann heißt es nicht, dass du es nicht mehr verändern kannst, aber es ist erstmal ein Anfang. Und du hast es dich getraut, irgendwo unter ein Video zu stellen, nämlich hier auf Instagram oder auf YouTube oder bei Libsyn oder wo auch immer dieser Podcast überall läuft. Und das würde uns sehr freuen, wenn du tatsächlich dein Herzensprojekt einmal in Worte fasst, uns aber auch ein Feedback zu unserem gibst und dein Licht strahlen lässt, denn dein Licht macht diese Welt ein Stückchen heller. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Mach's gut.